Schönen guten Morgen und herzlich willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Sie hören und sehen den ING Markets Morning Call für Mittwoch, den 16. Mai. Mein Name ist Ronald Gehrt, ich bin Analyst bei börsedaily.de und das ist der DAX Future seit Ende April auf Stundenbasis. Und wir sehen, die 13.000, die ist nach wie vor erreicht, respektive in Schlagdistanz. Und das, obwohl es an der Wall Street gestern höchst ungemütlich zuging. Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq 100 gaben deutlich nach. Die Anleihezinsen in den USA kletterten auf neue mehrjährige Hochs und die allgemeine Nervosität nimmt mit Händen greifbar zu. Und dafür gab es gleich mehrere Gründe. Zum einen deuten die jüngsten Kommentare des US-Präsidenten, seines Wirtschaftsberaters Kudlow und des Finanzministers Mnuchin an, dass es hinsichtlich der Gespräche mit China über die Beseitigung des Handelsbilanzdefizits respektive Vermeidung der Strafzölle wohl doch nicht so easy vorangeht, wie Trump das im Vorfeld angekündigt hatte. Zum anderen zeigt sich, dass die Front gegen den Entschluss der USA aus dem Iran-Atomabkommen auszusteigen recht massiv wirkt. Es läuft nicht nach Plan für die USA und die Sorge, dass die nahenden Strafzölle einerseits und die durch einen weiter steigenden Ölpreis manifestierte Zuspitzung der Lage in Nahost andererseits die US-Wirtschaft treffen werden, die wächst. Hinzu kam ein anderer Aspekt, die Gegenreaktion des Euro zum US-Dollar nach einem in der Spitze ja gut 7 Cent ausmachenden Abwärtsimpuls wurde gestern mit einem Schlag beendet. Das sehen wir hier. Euro-US-Dollar touchierte am Dienstag schon wieder das bisherige Tief der Abwärtsbewegung bei knapp über 1,18 Dollar und der damit schwindende Exportvorteil der US-Unternehmen nagte ebenso an den Nerven der US-Investoren. Aber nicht an denen der Anleger hierzulande. Was auf dem bekannten Aspekt basiert, dass eine schwächere Währung die Exporte, damit die Gewinnperspektiven der Unternehmen und in der Folge dann die Aktienkurse stützt. Und diese Schwäche eben derzeit beim Euro zu finden ist. Was seit Januar 2017 entscheidend zur Hosse der US-Indizes beitrug, das kehrt sich jetzt um. Und da lässt es sich am deutschen Aktienmarkt gut gelassen bleiben. Aber dass der DAX zum Xetra-Handelsende gerade einmal 8 Punkte nachgab und sich eben zum Handelsende des DAX Future, wie eben gesehen, um 22 Uhr noch stabiler zeigte, obwohl ein Turnaround der US-Indizes ausblieb, auf den manch einer an einem Tag mit seinem Spitznamen Turnaround Tuesday gehofft haben mag, dürfte nicht nur auf dem nachgebenden Euro beruht haben. Immer mehr Marktteilnehmer stehen dem, was sich an der Wall Street abspielt, gelassen gegenüber, weil sie erkennen, dass sich der Druck, der sich durch die politischen Kapriolen aufbaut, ein ureigenes US-Problem ist, das durch das Zusammenrücken des Restes der Welt sogar zu einem Vorteil für die Eurozone entwickeln kann. Und so blieb der DAX in der letzten abendlichen Indikation an der 13.000er Marke dran, ging mit 12.994 per 22 Uhr sogar über dem Xetra-Schlusskurs in den Feierabend. Damit steigt die Chance, dass sich der DAX in bullischem Terrain halten kann, die entscheidende Unterstützungszone 12.685, 12.848 nicht unterschreitet, auch wenn es an der Wall Street noch ein wenig ruppiger zugehen sollte. Sicher kann man sich dessen natürlich nie sein, aber diese Signale der Emanzipation von den US-Börsen sind dahingehend zumindest ein gutes Vorzeichen. Diesen Spielraum bis hinunter an die untere Begrenzung dieser Unterstützungszone müsste man Long-Positionen allerdings auch lassen, also bis hinunter in den Bereich 12.685, sodass aus aktueller Sicht weiterhin ein Stop-Loss-Long bei 12.650 Punkten angemessen wäre. Eine Distanz zum aktuellen Kursniveau, die eher groß ist und daher in Bezug auf die Größe der Long-Position Berücksichtigung finden sollte. Nun hat auch noch Kim Jong-un bzw. die nordkoreanischen Medien angedeutet, nachdem man das avisierte Treffen mit Südkorea seitens der Nordkoreaner hat platzen lassen, dass es vielleicht auch mit dem Treffen mit Trump nichts wird. Zur späten Stunde zum US-Handelsende, wo wir hier jetzt sprechen, ist das noch offen. Eine Sprecherin der US-Regierung hat gesagt, man arbeite weiter an diesem Treffen, aber ob das was zu sagen hat, ist die Frage. Wenn das dann noch dazu käme, dann wäre der Deckel auf der Wall Street ordentlich drauf. Und das kurz vor einem Verfalltermin, den wir übermorgen haben.
dann wäre es wirklich eine Nagelprobe für die bullischen Akteure am deutschen Aktienmarkt, ob man sich wirklich von der Wall Street wird abkoppeln können. Wir werden sehen. Nächste Ausgabe, Inge Markets Morning Call, morgen früh vor Handelsbeginn. Bis dahin, schönen Mittwoch und machen Sie es gut.